Hallo Wild, ja, da sind wir wieder. Wir sind hier in einem Lagerhaus und die liebe Sarah ist auch da. Hallo liebe Sarah, bist du auch da? Ja, hallo Richie, hallo YouTube. Ja, wir sind hier noch auf der Suche nach Benzin. Viel Benzin. Ja, 2 Päckchen habe ich schon gefunden. Brauchen wir einen Standmixer? Ja, nimm ruhig mit. Dann muss ich gleich gucken, was ich wegschmeiße, denn ich bin voll. Und ich weiß auch nicht, wo unser Auto steht. Ich habe noch viel Platz. Das Auto ist hier vor, glaube ich. Ich habe hier auch den Teil eines Schaltkreises gefunden. Für die Herstellung oder Aufwertung von Anlagen. Elektrische Kleinteile zur Herstellung einfacher elektrischer Geräte. Wo sind unsere Autos? Die stehen eigentlich vor der Tür. Oh, vor der Tür sind 1000 Zombies, aber Auto. Ich muss mich leeren. Eigentlich? Ich habe doch vorhin das Auto gesehen. Hier stand doch eins. I need a break. Oh. What do you want? This will slow me down. Okay. Wo war jetzt die Lagerhalle? Hier. Oh oh. Ja, ich komm rein. Ich bin schon drin. Wer ist denn da? Da ist hier so einer. Hm. Koloss oder? Wer ist da? Was ist denn da? Da hat sich nach einem Feralen angehört, irgendwie so einer. Mach doch die Tür zu. Ich krieg nie die Tür zu, ich weiß nicht, wie das geht. Oh, ich hab die Tür aufgemacht. If we don't clean up some infestations, we're gonna be fucked. Wo geht's hin? Erstmal noch hier looten. Oh. Nee, du. Justin. What do you want? Macht ihr mal. If only I had room for it. Nur Nieten. Hey, hör auf damit. Haben wir erledigt. Und ich krieg nur Nieten raus. Oh je. Was gibt's noch hier? Du wolltest noch in einen Schuppen? Ja. War das der Schuppen hier? Ich glaube nein. Auf der anderen Seite. Aber hier ist auch noch was zum Looten. Mhm. Was die Antagonisten? Keine Ahnung. Komm, noch ein Benzin brauchen wir. Oh, das hat noch gepasst. Medikamente. Not gonna fit. Wo bist du? Ich stehe hinter dir. Ja, okay, loote erstmal. Ansonsten, ich würde dir gleich einen Packsack mal hinlegen. Ja, mach ruhig.
So. Ich habe ihn da hingelegt, ja? Dankeschön. Das war nur Material, aber... Ja, vielleicht ja. Ersatzteil. Wo ist denn der Schuppen noch? Da hinten bei dem Auto. I like tough odds. Give me 3 Zeds and 2 Bullets. Der ist voll. Was war das denn? Ich weiß es nicht. Das ein, hörte sich ja drüber an. Ein aufgeblähter Stacksbegriff vielleicht. Na komm, wenigstens ein Benzin noch. Ja, stimmt, not much. Das ist aber nicht schlecht, was wir hier haben. Was ist mit den Bauteilen? Warum vibrieren die bei mir? Was ist das? Das habe ich noch nie gesehen, dass die sowas machen. Ist es zu schwer? Keine Ahnung. Ach so, ich brauche die Bauteile für irgendwas. Ach so. Ja, aber... Oh, shiny. Schon wieder Material. No can do. Okay. Wo habe ich mein Auto gelassen? Ich vergesse das immer. Also ich muss... Ja. Ich muss Tüten mit Snacks muss ich wegwerfen. Du hast dein Auto hinter der Lagerhalle geparkt. Nehme ich sowas lieber mit. was du machen kannst, ist vielleicht den Sack Benzin, den ich dir gegeben habe, aufbrechen, damit du Benzin hast. Bauteile sind da drin. Nein, in deinem Kofferraum hast du Benzin. Ich habe gerade gesehen, irgendwoher habe ich auch einen Kanister Benzin noch. Ja, dann ist ja gut. Dann Tank auf und okay. Dann fahren wir los. Ich weiß aber nicht, wo ich diesen Kanister Benzin her hatte. Wahrscheinlich hatte ich den noch im Inventar. Fahren wir los. Wohin? Zurück? Ja, das die Mission weiter Benzin bringen, oder? Eigentlich hätte ich das jetzt auch gedacht. Gib Erika einen Packsack Benzin. Ja. Okay, bei der Friedhofslagereinheit ist eine Überlebendenaktivität, aber die interessiert uns nicht. Oh, die wollen auch Benzin. Nee, kommt halt auf. Wir können nicht allen Benzin geben. Wir machen Erika Benzin, aber da ist noch jemand, der Benzin braucht. Die guten Samariter? Nee, noch eine. Ach, die Antagonisten, ha? Huh? Ja. Ah, oh, das ist aber blöd. Nochmal. Wie mach ich denn die Markierung weg? Ist schon weg. Ach so. Ich warte. Oh. Ja, ich weiß. Und da ist ein Screamer. Ich war auf einen Streich. Okay. Kurve habe ich nicht gekriegt. Oh oh, schaffst du es? Ja. Oh, der hängt jetzt über der Leitplanke. Oh, noch eine, hallo. Also, es sind wirklich sehr viele Zombies geworden. Also, am Anfang war es nicht so viel mehr. Ja, und im Allgemeinen keine Ersatzteile mehr für Waffen oder irgendwas. Ersatzteile braucht man ja nur mal für alles. Vielleicht hat sich irgendjemand ja beschwert,
dass es so einfach wäre. Verglichen mit dem ersten Teil. Gut, und nun? Ziel erreicht. Okay. Ja. Als nächstes die guten Samariter, schlechte. Und die Antagonisten brauchen auch Benzin. I'm not sure how I'll finally go out. I hope it's good and messy. Machen wir erstmal die Samariter. I'll do it. Die guten Samariter. Okay. Da kann ich mir schon denken, das ist Erik, ne? Ja, Erik. Schlechte Nachbarn, keine Ahnung. Weil den Antagonisten Benzin jetzt gibt, dann haben wir ja selber nichts. Weil so viel haben wir ja auch nicht an Benzin. Oder? Nö. Und außerdem fahren wir jetzt immer mit zwei Autos, das heißt, wir verbrauchen auch mehr Benzin. Doppelt so viel. Ja, wir müssen mal wieder so ein kleines Auto finden, was genug Kapazität an Kofferraum hat und wo drei Leute mitfahren können. Ja. Oh, wo bist denn du, Richie? Ich fahre in die falsche Richtung. Ich werde verfolgt. Ich sehe deine Scheinwerfer. Vorsicht, du fährst wieder vorbei an mir. Ja, ich werde hier vom federalen Blödia. Okay. Jetzt kommst du. Oh, so weit. Ja. Kannst du dich an den Anfang erinnern? Am Anfang, da waren doch diese ganzen verkleideten Zombies da auf der Straße. Weißt du noch? Die gibt's gar nicht mehr. Nee. Oh je, die Horde. Oder haben wir gleich wieder kein Benzin, wenn es so weitergeht? Ja, wir haben einen Sack aber dabei noch. Ein Benzinsack in deinem Kofferraum. Den müsst du dann aufbrechen. Hast du ein Reparaturkit? Ich glaube ja. Eins habe ich. Mein Auto quietscht nämlich schon wieder. Meiner auch. Ach, dann ist das vielleicht deins. Meins qualmt nämlich noch nicht. Ja, meiner qualmt aber. Die sind auch viel hartnäckiger geworden. Es läuft viel mehr hinterher jetzt. Ja. Vorher waren die ein bisschen dumm. Ja. Naja, wir sind ja jetzt gleich da. Ja. Ganz schön schnell. Boah, wie schnell die aber auch sind jetzt. Naja, wenn sie das einmal gewittert haben. Ach, unsere alte Basis. Der ist aber gut zugetankt, vollgetankt da oben, der Schlitten. Der mit dem Schneeschieber vorne dran, da ist ordentlich Benzin drin. Hier ist gar nichts mehr drin im Norma. Bitte nie.
denn der? Ist das Erik? Erik, hau dich ab. Ich kann die Situation bestimmt beruhigen. Erik als Begleiter hinzufügen. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Sprich mit Manaya über sein Problem mit den guten Samaritern. Ja. Das Problem ist nur, wir haben kein Benzin. Das ist wieder ein ganz schönes Stück da hoch. Ja. Und nu? Ja, gute Frage, nächste Frage. Sollen wir den dicken Wagen mit dem Schneeschieber vorne dran, sollen wir den nehmen? Der ist vollgetankt, noch fast. Der hier, Versorgungstruck? Ja. Das Problem ist, wir sind 4 Leute. Aha. Ja, da ist hinten. Der hat da so viele Sitze und dann noch eine Ladefläche. Ich glaube, wir passen alle rein. Ich glaube, den müssen wir sowieso nehmen. Fällt mir gerade mal auf. Du... That's a lot of stuff. Der hier ist auch gut aufgetankt, wenn dir der da nicht gefällt. Ich? Wo bist denn du? Ich bin hier. Den meinst du? Nö, ich meinte eigentlich den Versorgungstruck, aber dieser hier ist auch aufgetankt. Der fährt aber wie ein Schiff auf der Straße, also der schaukelt wie eine Gondel. Oder wie kann man das sagen? That's a lot of stuff. Okay, ich guck gerade, was wir mitnehmen können von unseren Autos. Pack dann Teil hier rein. Ja. Kannst du den Van nehmen? Ich kann alles. Ich tank dir den voll. Ich kann alles nehmen, ja. Müssen wir nicht zurück nach Erik und ihm sagen, was dann passiert ist? Nee, Erik kommt mit uns. Müssen wir Erik da nicht zurückbringen? Weiß ich nicht. Also ich glaube, der zieht dann von alleine von dann. Okay. Weil hier sind viele Sachen drin auch. Die wir alle gebrauchen können. Wer nimmt den Kleinen? Den Kleinen lassen wir erstmal hier. Oh. Müssen wir gucken, wenn wir wieder Benzin haben, dass wir den dann hier abholen. Mhm. Weil wir haben kein Benzin. Ja. Und ich muss da den Erik da mitnehmen. Von dem her. Na gut. Dann fahre ich dir in der nächsten Folge gerne hinterher. Ja. Aber diese Folge, die ist vorbei. Genau. Und wir bedanken uns für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. That's a horde.